So, wir schauen uns das Musikmap-Prinzip auch mal grafisch an. Dabei müssen wir beachten, dass in so grafischen Darstellungen hat es sich eingebürgert, das Sigma, also die Standardabweichung zu benutzen, statt der Varianz Sigma Quadrat, wie wir sie in den Formeln benutzen. Beides steht für das Risiko. Das eine ist halt quadriert, das andere nicht. Ist inhaltlich keine andere Aussage. Und wie gehen wir da eben vor? Wir nehmen eine bestimmte Sigma-Kombination x. Das ist eben eine Kombination von so einem μ. Das nennen wir mal μ x. Und so einem Sigma nennen wir mal Sigma x. Und da können wir eine bestimmte μ-Sigma-Indifferenzkurve durchzeichnen. Das sieht dann eben so aus. So. Die nennen wir einfach mal Phi. Und das ist eben eine Kurve, die zeigt uns alle Kombinationen von μ und Sigma, bei denen der Nutzen eben gleich ist. Und für diese Kombination von x geht eben diese bestimmte, geht zum Beispiel so eine Indifferenzkurve durch. Und wir sehen da, wo die Indifferenzkurve gerade hier die vertikale Achse schneidet, das ist eben das Sicherheitsäquivalent. Macht auch irgendwie inhaltlich Sinn, weil es ist, es geht ja um eine Situation ohne Risiko dann eben, und da müssen wir ja ganz links sein, weil ganz links ist Lambda gleich ist das Sigma gleich 0, und das ist eben eine Situation, wo das Risiko genau 0 ist. Das heißt, hier am Schnittpunkt haben wir das S, und dann können wir auch noch als Differenz hier zwischen dem μ und dem S das Lambda einzeichnen, und so haben wir das eben grafisch abgearbeitet. Was wir auch noch sehen können, ist, dass eine flacher verlaufende μ-Sigma-Indifferenzkurve für eine geringere Risikoaversion stehen muss. Machen wir mal hier so. So, das wäre eine andere Indifferenzkurve, und da sehen wir, wenn die Indifferenzkurve flacher läuft, dann steht demselben riskanten Ergebnis x, das ja durch diesen Punkt hier gekennzeichnet ist, ein höheres Sicherheitsäquivalent gegenüber und eine geringere Risikoprämie. Und deswegen bedeutet eben eine flachere μ-Sigma-Indifferenzkurve eine geringere Risikoaversion. Und als Grenzfall könnten wir auch noch den Fall der Risikoindifferenz einzeichnen, also jemand, der ganz risikoneutral ist. Und das wäre hier nichts anderes als eine ganz horizontale Indifferenzkurve. Okay, das wäre sowas. Mehr hatte ich dazu nicht zu sagen.